Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Du siehst, ich habe das Gleiche an. Ich habe das gleich zusammengefilmt vom letzten Video. Man muss ja schauen, wo die Zeit bleibt. Heute geht es um drei einfache Tischdekorationen. Also ich würde sagen, 90% ist aus der Natur oder eben auch selber angefertigt. Lass dich inspirieren, es ist wirklich nur eine Anregung, da ich habe halt hier jetzt nur das Atelier zur Verfügung im Moment und daher geht es wirklich einfach nur um die Tischdekorationen. Untermauert ist das Ganze mit Beethoven, der Sinfonie 9. Ich dachte, das passt zum Abschluss des Jahres. Ich liebe Beethoven sehr, wer es nicht mag, muss halt die Lautstärke drosseln, aber da musst du jetzt halt durch oder wie gesagt, mach die Musik aus. Ich finde, es passt sehr gut. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir sehen uns vermutlich am Schluss nochmal. Viel Freude! Zwar, ich habe hier zwei Zuckerhutfichten noch gekauft heute. Das waren die zwei letzten. Ich habe an und für sich keinen Tannenbaum und dann dachte ich, ja, aber was Kleines darf sein. Und die kommen danach dann auch raus. Die sind für draußen, aber für einen Abend, für ein Nachtessen, finde ich, kann man die auch schön mal auf den Tisch stellen. Dann hat man ein bisschen Natur im Haus und kann sie danach wieder rausstellen. Und ich hoffe, sie wachsen dann auch schön und dass sie im nächsten Jahr schon ein bisschen größer sind. Aber ich glaube, die wachsen sehr langsam. Dann auch habe ich hier ein Leinen-Geschirrtuch. Ich benutze schöne Geschirrtücher auch gern mal für auf den Tisch. Dann habe ich hier so Leinenbändel aus Mintgrün, also ganz fein. Dann habe ich heute noch Weihnachtskugeln gekauft, die kleinen, die wie Seifenblasen aussehen. Und wieder die Zapfen und noch ein paar Teelichter mit Zahlen drauf. Und die zwei Kübel, die habe ich auf der Straße gefunden. Das soll eine Inspiration für dich sein. Dann geht's weiter. Dann baue ich wieder ab. Genau.
nicht diese Träne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und Freuden vollere. Das waren nun die drei Tischdekorationen. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Im Januar habe ich die neuen Kurse, die schon auf meiner Homepage zu finden sind. Ich habe im Januar beim einen Kurs noch einen Platz frei und beim zweiten Kurs noch zwei Plätze frei. Also wer in der Nähe ist oder wer Lust hat, herzlich willkommen. Zwei von euch kommen schon, haben sich schon angemeldet. Ich freue mich sehr, dich persönlich begrüßen zu dürfen. Und man findet mich natürlich auch auf Instagram. Das habe ich jetzt hier nicht eingeblendet. Gib meinen Namen ein oder gib Pulpart ein, dann findest du mich auf jeden Fall. Und da kann man auch mal, könnt ihr auch mal eure Bilder posten bei mir, damit ich mal ein bisschen sehe, was ihr macht. Jemand hat mir schon mit diesen Tannenbäumen geschrieben und unglaublich. Also wirklich ganz toll, die Sachen, die ihr macht. Dann würde ich sagen, das war's. Endspurt. Ich freue mich auf das letzte Video, das ich dieses Jahr dann noch mache. Da gibt es ein paar Neuigkeiten, da habe ich ein paar Fragen an euch. Also es bleibt spannend, ich habe viele Pläne für das neue Jahr. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal, schön warst du dabei. Tschüss zusammen.